Hallo Leute, und zwar gibt es heute ein bisschen was Besonderes, denn ich bin mal nicht alleine, sondern zu zweit. Und zwar sitzt hier Hannah Winkel. Hallo. Und sie, und sie spielt Mika in Moin Ostwind und auch in den alten Ostwind. Und zwar machen wir heute ein kleines Interview. Genau. Genau. Wir bauen das so ein bisschen auf, dass wir so eine Entweder-Oder-Challenge machen. Das bedeutet, ich hau so ein paar Fragen raus, die so ein bisschen allgemein bezogen sind zum Thema Film und auch so ein bisschen zum Thema Pferd. Ein paar Fragen von euch, ein paar Fragen von mir. Und sie versucht einfach so schnell, wie es geht, drauf zu antworten. Landmensch oder Stadtkind? Stadtkind. Wo bist du groß geworden? Berlin. Berlin. Ja, okay. Trägst du lieber rote Haare oder blonde? Blonde. Ja. Was ist deine Naturhaarfarbe? Blond. Auch blond. Ja. Eine Liebesszene oder eine Pferdeszene? Pferdeszene. Warum? Ja, weil Liebesszenen immer so ein bisschen strange sind, weil man denjenigen gar nicht so gut kennt, ja, und irgendwie so eine intime Szene haben muss. Ich glaube, das ist immer gar nicht so leicht. Ja, und was ist das Besondere dann, mit so einem Tier zu arbeiten? Also jetzt insbesondere auf James bezogen, mit dem Pferd, mit dem ich gedreht habe, ist es einfach dadurch, dass ich den jetzt schon 5 Jahre kenne und irgendwie so durch ihn mir die Pferdewelt näher gekommen ist, strahlt er für mich auch eine totale Ruhe aus. Also ich weiß nicht, ich kenne ihn jetzt schon so lange und für mich ist das so, es holt mich total runter, wenn ich wenn du dann mit ihm arbeitest. Ja, das kenne ich von meinem Pferd. So, jetzt kommt eine ganz wichtige Frage für die Leute da draußen. Die kam ganz oft, wurde sie mir vorgeschlagen. Darf ich raten? Ja, rate. Gibt es einen vierten Teil? Nein. Oh, wurde mir auch vorgeschlagen, aber ich dachte zwar, okay. Und zwar noch ein bisschen wichtiger. Wichtiger. Ja. Pizza oder Döner? Oh, Pizza, schon Pizza. Ja, Pizza. Ja? Ja. Mhm. Da gehört Leute, seid ihr zufrieden mit der Antwort? Ostwind oder ein Einhorn? Nein. Ist schwierig, ne? Naja, wenn es James ist, dann James. Wenn es der Ostwind James ist, dann ist es James. Okay, also aber ein so ein Ding, so ein Einhorn. Ja, vielleicht auch beide. Beide sind ein. Ja. Von wie vielen Pferden wird Ostwind insgesamt gespielt? Also wir haben grundsätzlich unsere zwei Hauptpferde, Attila und Jane. Und dann haben wir aber immer mal für bestimmte Szenen auch mal ein anderes Pferd. Was ist der Unterschied zwischen Attila und James? Also James ist ein Wallach und Attila ist ein Hengst. Ah ja. Und die wilderen Szenen, die kriegt dann alle Attila und James hat dann so die ruhigen Szenen. Deshalb drehe ich auch am meisten. Ja. Nicht so gefährlich. Chillen oder Action? Schwierig. Schon Action. Aber chillen finde ich auch ganz geil. Ja. Drehst du lieber in Deutschland oder im Ausland? Also ich mag es zum Beispiel, wenn ich in Deutschland drehe, dass ich da nah trotzdem noch an zu Hause bin und bei meiner Familie. Weil wenn man lang, also wenn man so ein, wenn man zum Beispiel eine Hauptrolle hat, dann bist du ja schon lange weg. Ja. Am Ausland ist halt schon geil, weil du einfach so viele neue Sachen siehst und neue Sachen erlebst und mit dem Team noch näher zusammen bist. Ja, kann ich verstehen. Ich fand die Szene auch sehr schön, als ich den Film in der Fest schön gemacht. Ja, mega. Dann dachte ich so, ach, ich muss vielleicht auch mal mit meinem Pferd auf Reisen gehen. Das ist nicht so realistisch, aber es wäre schon schön. Wohnst du noch zu Hause, also bei deiner Familie, oder? Ich bin vor 2, 3 Monaten, glaube ich, bin ich ausgezogen. Kaltenbach oder Ora? Ora? Also, wenn ich es mir jetzt aussuchen könnte als Hannah, dann Ora. Ja. Snapchat oder Instagram? Instagram. Ich habe mein Snapchat letztens sogar tatsächlich auch gelöscht. Ich weiß nicht, es ist immer so, man kriegt immer so einen krassen Einblick von anderen und andere kriegen so einen krassen Einblick von einem selbst. Also ich hatte das eh nicht öffentlich, hatte es nur mit meinen Freunden und manchmal will ich gar nicht wissen, was jeder macht. Also es ist so, kann ich verstehen. Hufe auskratzen oder Pferdemist aufsammeln? Hufe auskratzen. Pferdemist ist mir dann doch ein bisschen zu krass. Ja, ich habe immer Angst, wenn ich die Hufe auskratze, dass ich ihm wehtue. Ja, kann ich verstehen. Aber die Angst geht ja auch immer weg. Also. Ja, das hat so ein bisschen mit Routine zu tun. Ich hatte früher immer Angst, dass ich von meinem Pony getreten bin. Genau, das auch. Ja. Und deswegen hat mein Papa das dann immer gemacht. 3 Jahre lang. Monat ohne Handy oder einen Monat ohne Schminke? Ich komme mit beiden klar, ehrlich gesagt. Also ohne Handy würde ich auch voll klarkommen, obwohl es mich nerven würde, dass ich nicht unterwegs jemand anderes mache. Also mit so einem Tastenhandy würde ich zum Beispiel voll klarkommen. Mit so einem guten Alt, sowas. Und ohne Schminke würde ich auch voll klarkommen. Also in meinem Alltag mache ich mir überall Dusche drauf. Reiten oder Fußball spielen? Reiten. Ja, reitest du privat auch mal?
Also ich habe ja vorher, bin ich nicht geritten. Ja. Und jetzt ist es schwer, weil ich eben in Berlin bin. Filme oder Serien? Filme oder Serien? Boah, das ist echt eine schwierige Frage. Also ich finde halt geil, dass an Serien, dass man sie immer so auch voll nebenbei gucken kann. Ja. Und grundsätzlich bin ich aber für Filme, weil doch Filme, würde ich sagen, weil es immer doch noch irgendwie viel krasser und emotionaler ist. Chaotisch oder ordentlich? Eine Mischung. Würdest du eher springen oder Russo gucken? Wenn du so jetzt auf dem Reitturnier oder sowas wärst. Springen, glaube ich. Ja. Ja. Tag oder Nacht? Tag, hell, Nacht, dunkel. Das wird immer so ist, schon Tag. Schon Tag. Ja. Ja. Wie lange geht zum Beispiel so ein Drehtag? So ein Drehtag? Ja. Also ich bin ja nicht die ganze Zeit dabei, aber so ein Drehtag geht schon wirklich von morgens bis abends. Ja. Also lange. Kaffee oder Tee? Kaffee. Ich bin total Kaffeetrinker. Ja. Strand oder Berge? Strand oder Berge? Strand. Obwohl ich die Berge auch ganz schön doll liebe. Wenn ich mir einen Urlaub gucken will, dann eher am Strand. Ja. Zum Beispiel? Andalusien. Andalusien war schon echt ganz schön perfekt. Das sah auch echt, wie gesagt, echt schön aus auf dem Bild. Sonne oder Regen? Sonne. Dann sind wir auch schon am Ende. Und ich dachte, vielleicht machen wir am Ende nochmal so richtig witzig zu sein, wer von uns am unschuldigsten gucken kann. Auf 1, 2, 3. Also Hanna ist schon gut. Das ist unfair. Sie hat doch einen Hund. Zeig mal. Oh, die ist so noch mit der Kernhaltung so ein bisschen so, dass ich schwach bin. Der Pony hat es, glaube ich. Was? Okay, super. Dann könnt ihr entscheiden, wer von uns am besten unschuldig geguckt hat. Und dann würde ich sagen, das war's. Ich hoffe, ihr konntet Hanna ein bisschen besser kennenlernen. Ihr habt vielleicht auch ein bisschen was über den Film erfahren. Und guckt euch den dann auch gerne an im Kino. Okay, dann macht's gut. Tschüss.